Und dann überlege ich, mache ich dann morgen mit Dante weiter oder DLC 2. You knew it all along! How dare you raise your voice in the presence of His Holiness? That arrogant kid possesses demonic power! Absurd! Absurd! Don't play me a fool! Is he not your subordinate? He resurrected Yamato! It's your fault! It's your responsibility! Traitor! Yes, Your Holiness. Can you apprehend this boy? If that is your wish. Though who will then track Dante? I will find Dante. You can guarantee his capture then? Absolutely. It's good to see Your Holiness has recovered. Is she reliable? She once brought us the sword Sparta and hastened the completion of our savior. But she remains almost a stranger to us all. Which will only concern us should a situation arise. As for her identity, I have already investigated. Now, Credo, find us Nero and Yamato and bring them back to me. As you wish, Your Holiness. That menace Nero appears to be quite close to Credo's sister, Kyrie. More than once, he called out her name. Oh, das ist nicht gut. Mission 07, Wiper durchqueren Sie den Wald des Queens. Power-Up, aufwerten, haben wir da was Neues? Ja, Yamato. Oh. Objekte. Goldene Kugeln habe ich schon drei. Violette sowie blaue Kugeln habe ich auch vollständig. Sagen, der Soundtrack gefällt mir auch in dem Spiel. Der ist nice. Ja.
Ich glaube, nach dem Boss könnte es sein, dass Dante und Nero verschiedene Wege gehen. Also, dass man wirklich auch Dante weh kann. Also, dass Dante halt vorkommt. Also, dass man halt im Wechsel spielt. Ach, ihr wisst, was ich meine. Was bist du denn für einer? Gibt's hier einen Kreisel? Das macht euch nicht gefährlicher, Jungs. Also in Resident Evil hätte das vielleicht funktioniert. Aber manchmal erkenne ich auch so ein bisschen die Parallele zu Resident Evil, also vom Design der Gegner auch. Und ein paar Ideen sind auch ein identisch. Wie zum Beispiel die Parasitenübernahme, aber die gab es wahrscheinlich schon in sehr vielen Spielen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Okay. Warte mal. Och nö.
Na, ich bin mal gespannt, wo mich das hinführt. Das mich echt wieder dahin? Ah, ich wusste doch, hier muss doch irgendwo eine Tür, so ein Weg hin. Wäre ja unlogisch, wenn nicht, ne? Gegner! Nein, du infizierst hier keinen. Nice! Hi, Kimme. Super Charakter? Ich habe mich schon gefragt, warum ich so super stark bin, aber ist eigentlich egal. Ich kenne mich mit diesem Supercharakter-Modus gar nicht mal aus. Ich habe nichts eingestellt und das war einfach so. Mein Spiel muss ja nicht immer herausfordern. Aber es soll ja nicht immer herausfordernd sein.
Ach, das Kostüm ist... Ah! Wusste ich nicht. Ich hatte auch schon ein anderes Kostüm angehabt. Aber steht ja auch nur nirgendwo beschrieben eigentlich. Dann bin ich trotzdem noch OP. Oh Gott! Don't step up if you're not gonna put up a decent fight. Didn't your mom ever tell you not to litter? Sephirot-Frucht. Einer von Echidnas Samen. Diese Frucht ihres Schoßes birgt die Kraft, die dämonischen Pflanzen verbindet. Ah. Ja, mach ich gleich. Wechseln tut man ja, wenn man die Mission neu auswählt, ne? Ja. So.